Grüße aus dem Lurk. Hallo Dave, vielen, vielen Dank für deinen Lurk. Schön, dass du zuschaust. Und ja, das hier. Was könnte man denn damit noch machen? Und ist das einfach für Arschi? Na, schade. Dachte, vielleicht reicht das. Finde ich nicht. Was, dass das richtig aussah? Kann man die Pilze vielleicht direkt ansaugen und dann angesaugt nach hinten ziehen? Nein. Kann man irgendwie nicht. Oder ich kann es nicht. Funktioniert gar nicht mehr. Okay. Also eigentlich, sobald der Pilz berührt, den Topf berührt, schleudert sich nach vorne. Internetempfang ist so miserabel hier. Oh. Ja, das hört sich nach meiner Gegend an. Aber ich komme nicht aus dem Schwarzwald. Schade, ja. Ist aber auch ein wenig gemein. Bilib, kannst du einen Tipp geben, ohne es direkt zu spoilern? Ich esse so lange einen Mini-Brownie. Einen Frust-Brownie. Wir haben gestern ja Dungeons & Dragons gespielt und wir haben einfach 5 Stunden eine Ork-Horde verprügelt. 5 Stunden? Ich habe 6 Frust-Donuts gegessen. 6! Wir wären alle fast gestorben. An der kleinen Nebenquest. Wirklich, würde ich sagen, keine Items. Keine Items. Hilft ja, ist ja schon zu viel. Also ich glaube, zu viel ist das nicht. Keine Items. Okay, man kann das greifen. Habe ich das jemals gegriffen? Oh Mann. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, am Anfang habe ich das gegriffen, tatsächlich. Die sind lecker, ich brauche noch mal einen. Also ja, wäre ich nicht drauf gekommen. Ohne Tipp. So überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, am Anfang hat man das immer so gemacht. Ah, Level 1, ja, ja. Yeah! Hätte ich nicht mehr. Wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Okay. Ich wollte jetzt fragen, welche Tür, aber gut. Hat sich in dem Fall auch erledigt. Ist das? Sind jetzt 2 Schlüssellöcher. Ich muss kurz zu Ende essen. Ja, also war das so viel. Nee. Nee, war nicht so viel. Danke. Wie gesagt, wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Absolut nicht. Mhm. Okay. Die sind richtig gut, Mann. Muss ich mir merken.
Also wenn ihr Brownie nicht mögt. Die sind lecker. Die mittlere. Freue mich, dass ihr... Oh, danke schön. Wenn ich Schaden nehme, gehen die auch weg. Das wird jetzt aber interessant. Ah! Okay, das dauert eine Weile hier, glaube ich. Aber wie kannst du das im Randomizer spielen? Wirklich? Das finde ich ganz furchtbar hier. Speichern. Hier bekomme ich ja Zustände, echt. Vor allem, ich habe jetzt die Talisman. Ich werde die vermutlich nie benutzen, weil die mir immer zu schade sind. Für immer. Okay. Das war Schlüssel Nummer 1. Oh Gott. Gut, danke. Ich sollte das besser timen, oder? Ganz alleine. Ah, oh Gott. Schreck mich doch nicht so. Frage ist, sind sie ja auch lecker, wenn man Brownies nicht mag? Nee, ich glaube nicht. Also es schmeckt schon nach Brownie. Aber da sind Schokostückchen drin. Oh, nein! Geh weg! Was ist das denn? Vor allem auf was für einer Höhe bin ich denn da bitte? Wirklich? Pfui. Ich möchte gerne ein paar Herzchen. Das wäre nett. Oh, guck mal, Krüge angeordnet im Triforce-Zeichen. Wie cool ist das? Extra für mich. Ich möchte Herzchen. Die Sophie Brubine. Magst du keine, Brownies, Ando. Hallo Fenris, herzlich willkommen im Stream. Wie geht's dir? Darf ich mal eine persönliche Frage stellen? Das kommt drauf an. Wie persönlich? Kind, dass du versuchst, meine Erbin Zelda so zu retten. Sei willkommen. Mein Name ist Gustav, das wissen wir doch schon. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit, das wissen wir doch schon. Mit Demenz. Ich überreiche dir dieses Fragment. Gehe zur großen Quelle von Hyrule. Dann wird sich ein Weg öffnen. Zeldas Schicksal, ja. Das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Oh, das höre ich nicht zum ersten Mal. Glücksfragmente erhalten. Die Fragmente sollen Glück bringen. Nanu, der König von Hyrule hat aus der Vergangenheit zu uns gesprochen.
Die Quelle von Hyrule also, wo mag sie sein? Ja, ich vermute... Oh! Ich vermute mal, das ist die Quelle, wo ich die Geldbörse bekommen habe, oder? Okay, Frage. Komme ich hier noch rein? Oder nicht? Oder sieht das nur so aus? Panik! Panik! Du bist auch wieder da. Ich hätte auch gerne ein paar Herzchen. Gib doch mal dem Bernhard ein paar Herzchen. Guck, Fenris. Fenris got your back. Persönliche Frage. Bitte teile mir deine vollständige Bankdaten mit. Damit könnt ihr nicht so viel anfangen, weil momentan vieles von meinem Geld, habe ich ja glaube ich schon gesagt, hier in Nvidia-Aktien angelegt habe. Waren weg, das war keine Frage, Tatsache. Traue mich nicht, weil man mich sonst blocken will. Dann mach's lieber nicht. Wenn es eine Frage ist, für die du Angst hast, geblockt zu werden, dann mach es lieber nicht. Dann ist die Frage einfach nicht gut, ja. Dann lieber nicht. Bob verballert die in Sekunden. Die Frage oder die Herzchen? Habt ihr Dead by Daylight gespielt? Wie lief's denn? Pass auf, was will ich machen? Ich will... Will hier weg. Aber wo will ich hin? Die Quelle, die war irgendwo bei der London Farm, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ich glaube. Moment, wir können noch das arschteure Buch vorbestellen, das uns nichts bringt. Guten Tag. Ist schon da, ja. Alter, wie schnell die sind. Magnus Schwert, Fiebelband 4. Willst du sie lesen, ja? Magnus Schwert, Fiebelband 4. Miss dich mit den Mächtigen. Bist du schon einer Kreatur begegnet, die glänzt wie Gold? Sie erscheinen nur selten, wenn ganz bestimmte Fragmente vereinigt wurden. Sie ist unvergleichlich stark, doch sie lässt etwas Wertvolles fallen. Wenn du sie besiegst, lass dir diese Chance nicht entgehen. Was tun, Meister Magnus? Die Kraft... Die Käferstachis, voller Stachel. Der stachelige Panzer ist gegen Angriffe mit dem Schwert immun. Rammen sie deinen Schild, dann fallen sie auf den Rücken und sind hilflos. Du kannst sie auch mit dem Wirbelstab umkippen oder mit Bomben. Oder versuche es mit der Sturzattacke. Höchst informativ, nicht wahr? Was ist die Sturzattacke? Ich glaube, die kann ich noch gar nicht. Die acht Wunder von Hyrule. 4 Pfandzünderbomben. Es gibt Bomben, die explodieren genau dann, wenn du es willst. So sagt man jedenfalls. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Ihr habt dich wohl, werter Leser. Ich machte vor kurzem eine Reise zur London Farm. Magnus der Erste soll einst eine Kuh mit bloßen Händen besiegt haben. Dieser scheint mir nicht wirklich erstrebenswert. Kühe sind schließlich keine echten Gegner. Der Folgeband wird Band 5 sein. Wohl auf. Also das finde ich jetzt nicht nett. Besiegt, finde ich nicht so nett jetzt. Das Spiel hat Koch, Johnny, Anhalter, Nancy, Handy. What? Moment, wo war ich? Tja, kann ich nicht sie dir per PN schicken? Nein, also wenn das eine Frage ist, für die du geblockt werden würdest, dann schick mir die bitte nicht per PN, weil dann blocke ich dich trotzdem. War ganz okay. Das hört sich besser an als sonst immer. DVD Schmutz-Meme. Zock Texas Chainsaw Massacre. Das ist nicht Schmutz. Ich weiß ja nicht. Es ist auch Schmutz. Brownies sind lecker. War nur skeptisch. Okay, dann kauf die. Also für alle, die jetzt neu dazukamen. Ich habe hier gerade Brownies. Und die kann ich sehr empfehlen. Mini-Brownies.
steht gar kein Ding drin. No name, Mini Brownies. Keine Ahnung. Aber die sind lecker. Die amerikanische Flagge drauf. Ich weiß es leider nicht. Schmutziger Schmutz. Ich habe genug Tom und Won hat Popa gespielt, um das sagen zu können. Okay. Guck mal, Billy kennt sich voll aus. Mara, darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Ja, wenn du dafür nicht gebannt wirst, dann ja. For real, möchte ich jetzt Sissi zu spielen und sie singen zu hören. Wer ist Sissi? Kühe schubsen. Merkwürdig, merkwürdig. Daran habe ich auch gedacht. Kuh schubsen. Na, dann ist ja super. Sogar ein Bauch. Oh mein Gott, wo sind meine Brownies? Kommst du her? Gebe ich dir ein paar Brownies ab. Dann musst du dich beeilen. Sonst sind sie weg. So, wo wollte ich jetzt hin? Achso, die Quelle suchen. Wo war diese Quelle? Wenn ich schon mal da war, sieht man das dann nicht auf der Map, wo das war? Das einfach hier. Ist eigentlich auch unfair, oder? Also ich war jetzt schon da. Nee, hier war es nicht. Aber die sagen einfach, oder war es doch hier? Doch, hier war es. Such mal die Quelle irgendwo in Hyrule. Voll gut. Murika Brownies, ja genau. Tom und One Hot Bubba. Also Bubba weiß ich, aber Tom weiß ich schon mal nicht. Bist du eine Transfrau? Nein. Aber das finde ich jetzt, wenn das die Frage war, die finde ich nicht schlimm. Ich fände es nicht schlimm, eine Transfrau zu sein. Reptiloide. Ja, Tatsache. Ich bin eher so ein Reptiloid. Ich hoffe, du bannst mich jetzt nicht, Mara, aber die Frage ist auch sehr persönlich jetzt, okay? Aber bitte nicht bannen, okay? Pokémon oder Digimon, Mara? Pokémon. Ich mag beides, aber bei mir ist ganz klar Pokémon. Ganz klar. Ob du verbreitest wieder Negativität. Ich kann aber verstehen, warum andere Menschen Digimon mehr mögen. Aber für mich ganz klar Pokémon. Yo-Kai Watch, nein, okay, das dafür wird man gebannt. Yo-Kai Watch, wirklich? Wirklich? Monster Rancher, das fände ich auch noch okay, aber Yo-Kai Watch. Als Kind musste ich da am Ende verloren. Ich habe das nie zu Ende gesehen. Das kam irgendwann nicht mehr, oder? Das gibt's das noch irgendwo, Monster Rancher? Das würde ich gern mal zu Ende gucken. Naja, man weiß ja nie. Und Navy, persönliche Frage zurück. Was würde das für dich jetzt für den Unterschied machen? Es ist so scheißegal. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Lass mich dir neue Energie spinnen. Möchtest du erfolgreich sein? Halt, stopp. Halt, stopp. Können wir Fragmente vereinen? Hey! Ich kann das gar nicht drücken. Kommt automatisch. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Lass mich dir neue Energie spenden. Na, das will ich nicht. Okay, bin ich hier doch falsch? Ich sehe, du sag mal, wo wir hin müssen. Den verstorbenen König zu treffen. Das war bestimmt keine böse Absicht, aber er wirkte so wenig lebendig. König Gustav, erwähnst du etwas wie eine Wasserquelle? Welchen Ort kann er damit nur gemeint haben? Ja, jetzt bin ich überfragt. Ich dachte, er meinte diesen Ort. Wilderweise kann ich mich an kaum was erinnern. Ich weiß noch Mochi.
Tamagotchi, weiß ich noch. Und der Wolf, der eigentlich erst so ein bisschen böse war, aber dann doch nicht. Und dieser riesige gelbe Augapfel, der nur gehüpft ist. Weiß schon noch ein paar Dinge. Jetzt sollte eigentlich Adrian kommen, den ruft man immer mit Demon. Echt? Ist Adrian eher ein Demon-Fan? Ja, natürlich nicht Yokai Watchmuts. Gut, okay, Fenris war kurz vom Bann. Des Pudelskern. Alle Serien sind schlecht gealtert. Ja, tatsächlich habe ich neulich Digimon wieder angefangen. Und es... Ich habe es nicht lange durchgehalten, muss ich sagen. Ich habe so 5, 6, 7 Folgen vielleicht geguckt. Ja. Es ist so immer dasselbe. Aber mir wurde dann gesagt, dass das bei Sailor Moon auch so ist. Das darf man zu mir eigentlich nicht sagen. Aber das stimmt schon ein bisschen. Also Digimon, oh nein, wir sind in Gefahr. So, welches Digimon digitiert jetzt, um uns zu retten? Und dann kommt ein schwarzes Zahnrad raus, fertig, puff. Ja, und die Animationen sind... Also für jemand, der selber Animationen macht, ist das so ein okay. Tatsächlich könnte ich das eventuell auch. Vielleicht sollte ich doch mal selber Animes machen. Hab Ranma ein Halb Rewatch. Oh! Wo? Das war auch eine meiner Lieblingsserien. Und gibt's da ein richtiges Ende? Und es war wild. Ja, der ist aber halt auch allgemein wild. Der ist allgemein wild, würde ich sagen. Keinen, war nur neugierig. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ich bin immer auf Seite von Trans- und LGBTQ-Menschen und so. Also wenn ihr da irgendwas Negatives dran auszusetzen habt, dann müsst ihr hier ganz schnell weggehen. Dragon Ball kann ich heute noch gucken. Das da aber auch... Das hatte auch solche Momente. Dann meine habe ich super. Ja, Mann, das würde ich auch gerne mal wieder gucken. Meine Mutter schaut heute noch einmal im Jahr Mila Subösa. Das habe ich letztes Jahr tatsächlich auch gerewatcht. Das ist aber auch, Alter, ist das heftig. Wie der Trainer die zusammen schlägt eigentlich. Das ist fand ich heftiger Tobak. Wo soll ich jetzt diese Quelle suchen? Ich bin immer noch der Meinung, das ist die Quelle. Nochmal. Ist das nicht. Aber ich meine, die ist ja auch gelb. Okay, wo gibt's noch Wasser? Also ich denke nicht, dass wir wieder zum See zurück müssen. Ich denke, der ist jetzt erstmal beide abgefrühstückt. Seid ihr hoch, wo wir noch nicht waren? Wollen wir da mal hoch, was da ist? Ist halt eine Serie, die in ihre Zeit passt. 55. Fand das wieder funny, aber würde heute, glaube ich, nicht mehr durchgehen. Nee, einige Serien würden nicht mehr durchgehen. Aber übrigens sieht es heute wieder gut aus. Dankeschön. Heute finde ich mich tatsächlich gar nicht so schlimm. Heute habe ich nicht geweint, bevor ich angefangen habe zu streamen. Wasser ist nass. Noch mehr Offensichtlichkeiten. Ach so. Ich wollte in die Wüste gehen. Lebe dein Traum, den ihr wird war. Ja. Also, ich denke, wir können uns einigen, dass Digimon und Dragon Ball Z die besten Intros hatten auf jeden Fall. Weil die Intros früher waren schon alle cool. Also gerade die Ranma-Intros fand ich auch sehr schön. Oder die Inuyasha-Intros. Ich gebe zu, dass Sailor Moon nicht das allerbeste Intro hat. Gebe ich ganz offen zu.
Da war Leb deinen Traum und Schala, geht Schala schon besser. Ich komm da jetzt nicht hoch, wo ich hoch will, oder? Gehen wir doch wieder zum See. Yes, ja, Digimon-Dialoge sind wild. Es ist alles wild. Es ist alles wild. Aber Pokémon ist nicht repetitiv. Ja und nein. Ich würde sagen, natürlich ist es repetitiv. Nils! Donate the highest amount ever. What? Dankeschön. Das habe ich gar nicht gesehen. Wie viel? Aber vielen, vielen Dank. Doch, ich muss hier noch ein bisschen Dialog machen. Dialog nachlesen. Digimon-Dialoge sind wild. Ja, Pokémon ist auch repetitiv. Aber ich hatte da immer das Gefühl, dass Ash halt so eine Reise macht, auf die er weiterkommt. Und jetzt bei Digimon... Gut, ich hab 6 Folgen geguckt. Will jetzt auch nichts behaupten. Aber da ging es jetzt nicht so voran. Ja, beschwört wurdest du, Adrian. Beschworen. Gibt es, aber wurde nicht komplett übersetzt. Das ist schade. Aber wo guckst du das? Bernhard, bitte schreib mir das, wo du guckst. Mara sagt, Pokémon ist besser als Digimon. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich wurde gefragt, Pokémon oder Digimon. Und ich habe gesagt, für mich ganz klar Pokémon. Aber ich habe nicht gesagt, dass Pokémon allgemein besser ist als Digimon. Von dieser Aussage distanziere ich mich. Mara, habe ich schon gesagt, dass du heute wirklich super aussiehst. Hast du nicht, glaube ich. Ich schicke Adresse für Brownies. Du musst sagen, und damit das auch so bleibt und du nicht fett wirst. Man kann es ja trotzdem mal sagen, Tatsache. Vergiss es, ich bekomme immer noch keine Pokémon-Kekse. Wann hat sich das letzte Mal Pokémon-Kekse gemacht? Alter, wir haben mal gesagt, dass wir uns mit der D&D-Gruppe vielleicht mal treffen. Wenn wir das machen, kann ich euch vielleicht ein paar Kekse backen. Wirklich, sowas kann man doch nicht sagen. Ich bin gern dein Support. What? Dabei dachte ich, DM-Bestechung ist ein legitimes Ding. Also wenn ich nicht mehr 5 Stunden lang gegen gefühlt 100 Orks kämpfen muss, dann schicke ich dir gerne eine Kekse und Brownies. So dockt sie uns einfach und findet uns an ihren Stream. Brownies und Kekse, ja. Schon? Wünsche doch viel Spaß beim Daddeln. Wird langsam Zeit für mich. Das Büro ruft morgen früh. Ja, es stimmt. Es wird echt ein bisschen spät. Aber ich denke, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für deinen Support heute. Und dann bis bald. In dem Fall. Mara, ja bitte. That's depressing. Was denn jetzt? Du siehst nie schlimm aus. Das sagt dir doch jeder. Das ist mir egal. Man muss sich selber gefallen. Das ist mein Problem. Ich hab's euch ja schon gesagt. Es ist eigentlich bei mir immer so, ich mach mich hübsch im Bad. Und dann denke ich so, ha ja, ist eigentlich ganz okay. Und dann mache ich ein Selfie und denke, um Gottes Willen. Und dann setze ich mich vor den Stream und denke, geh in ein Loch, du Troll. Ich weiß nicht, wie das so unterschiedlich aussehen kann. Ich verstehe das nicht. Das deprimiert mich. True, der Ranma-Song ist immer noch Bombe. Ja, Mann. Hat er erstmal wochenlang wieder einen Ohrwurm. Ja, Mann. Muss mal alle Songs kommen. Sailor Moon Intro, voll die geile Mucke. Naja, ich weiß nicht. Also, das Original, ja. Das ist noch besser. Aber das Deutsche, das Techno. Ich muss gerade überlegen, wie ging das denn nochmal? Das war auch das Dragon Ball Intro, das erste, war auch so Techno, furchtbar. Okay, 5 Euro, jetzt, Nils, vielen, vielen Dank für deine 5 Euro, dankeschön. Ach, nur 5 Euro wie immer, okay. Weil da stand der highest amount ever. Vielleicht hast du am meisten bisher gespendet. Jedenfalls vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr über 5 Euro.
Der Anfang in Digimon zieht sich ein wenig. Ich finde, das wird dann später immer besser. Okay, vielleicht gebe ich Digimon noch eine Chance. Die größte Mühe als Kind war für mich Beyblade. Das habe ich auch nicht verstanden. So, okay, du ziehst halt ein Beyblade und halt einer fällt dann um. So, okay. Aber da gab es ja dann auch richtig viele Staffeln. Pokémon-Keks, kannst du ja mal streamen. Kann ich. Aber immer wenn ich einen Backstream oder einen Kochstream mache, dann gucken mir 3 Leute zu. Dafür ist das wirklich viel Aufwand. Vielleicht nehme ich das lieber auf und stelle das dann auf Instagram oder so. Ich glaube, das ist nicht so aufwendig. Ah, bekomme ich Weihnachtskekse? Ja, wie viel zahlst du denn? Oder wie gesagt, wir treffen uns mal und dann nehme ich ein paar Kekse mit, die ich sowieso schon habe. Können wir machen. Kekse für die D&D-Gruppe. Ja, kann ich mitmachen. Von mir aus natürlich nicht wegen den Keksen. Ich kann ja vielleicht auch mal irgendwann DM machen. In 10 Jahren, wenn ich vor gut bin. Wenn ich das traue. Erinnerst du dich noch an diese eine Serie, die an den Kartenhype knüpfen wollte? Welchen Kartenhype? Ich hab den Namen vergessen. Yu-Gi-Oh! Oder was? Duel Monsters, kann das sein? Ja, Duel Monsters ist das Kartenspiel von Yu-Gi-Oh! Glaube ich. Yu-Gi-Oh! Für Arme. Achso, da gab's noch was anderes. Yogurt-Gin. Oh, Yogurt-Gin? Duel Masters, Duel Masters. Das sagt mir jetzt gar nichts. Was ist Duel Masters? Und meine Weile Hantikun. Kenne ich auch nicht. Sagt der Zauberwort. Ah ja, genau. Sagt das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Also das fand ich schlimm. Das fand ich kein schönes Intro. Also persönlich habe ich nie verstanden, wie Ash gefühlt 12 Jahre rumreist und auch immer nicht gegriffen hat, welchen Typ effektiv gegen den anderen. Das stimmt halt. Das stimmt halt wirklich. Und für mich ist das beste Digimon-Staffel die 3. Also Tamers. Tamers war die hat mir glaube ich nicht gefallen, weil das war doch, also was ich cool fand, das war glaube ich die, wo der eine selber sein Digimon zeichnet, oder? Und durchzieht, das fand ich cool. Aber die Tussi fand ich immer furchtbar. Die hat doch ihren armen Fuchs immer so richtig scheiße behandelt. Wie ein Kochstream-Zuschauer ab jetzt, okay. Ja, ich wollte auch mal so Anime-Gerichte nachkochen. Das fände ich, glaube ich, auch cool. Aber ja, wie gesagt, da gucken die mir so wenig zu, deshalb mache ich das eigentlich nicht mehr. Ich mag immer zu viel. Ich kann dir Kekse anbieten, Mara. Ich brauche keine Kekse, die brauchen Kekse. Von mir wollen alle Kekse. Das war Tamers und Rika lernt noch dazu, ja. Ja, das ist mir aber egal. Also die hatte es bei mir halt schon verschissen, sagen wir so. Die hat es halt schon echt verschissen bei mir. Weil wer Digimon besser, Digimon schlecht behandelt, hallo? Nee, geht gar nicht. Fand ich nicht okay. Und der war so süß, der Fuchs. Der war so lieb. Ja, geilo. Und jetzt geht's hier nicht weiter. Super. Wo ist jetzt diese Wasserquelle? Pass auf, ich wollte irgendwie hier hoch. Geht's vielleicht zum Schloss Hyrule und dann nach rechts. Und das ist jetzt schon ein bisschen eine vage Angabe. Und es ist 11. Vermutlich werde ich das heute nicht mehr finden. Ich müsste eigentlich morgen früh raus. Bleibt ihr alle schon wieder viel zu lange wach? Hier. Wie war das Digimon-Intro? Kollegen, das war auch so ähnlich. Finde deine 7 Dragon Balls. In ihnen steckt die Zauberkraft. Kennt ihr das Geheimnis der Dragon Balls? Irgendwie so. Dragon Balls. Das war kein gutes Intro. Oh, was für ein riesiger Wasserfall.
Ein wahrhaft überwältigender Anblick. Okay. Aha. Aha. Okay. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Ja, das ging jetzt doch schneller, als ich gedacht hätte. Die steinerne Tür. Ach so, die sogenannte Quelle ist hier. Dieser Wasserfall ist bestimmt die Wasserquelle von Hyrule. Gustav sagte, dass dahinter etwas liegt, das zum letzten Element führt. Lass es uns anschauen, Mara. Oh, hier ist wieder dunkel. Ach, okay. Ich mach kurz Pause. Oh ja, Anime-Gerichte, ja. Dann mochtest du auch Ken in der zweiten Staffel nicht, oder? Ken war der mit dem armen Raupen-Digimon, oder? Der hat den auch geschlagen, glaube ich, ja. Wobei der... Ich glaube, den mochte ich später mehr. Ich weiß nicht mehr, warum. War der nicht irgendwie auch so ein bisschen böse besessen oder so? Das kann ich dann eher vergeben immer. Aber wenn das der ist, den ich denke, dann ja, der war auch nicht so nett. Ich gebe dir Kekse und du drehst sie den anderen an. Back gerne, aber esse keine. Ja gut, können wir auch so machen. Du backst gerne, aber du isst keine? Oh je, was spielen wir am Mittwoch, Mara? Ich weiß es nicht. Spielen wir am Mittwoch nicht Dungeons and Dragons? Nochmal? Der WVD ist, nee, da fällt aus. Da konnte ich wer nicht. Ja, dann können wir Community-Mittwoch machen. Wenn sich ein paar Leute finden, eigentlich. Ein Tag mehr oder weniger mit Schlafmangel macht auch nichts mehr. Wem sagst du das? Ich bin auch mal raus. Schönen Abend noch. Vielen Dank, Andor, fürs Zuschauen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und arbeite nicht so viel. Ich habe ungelogen wahrscheinlich bereits etwas mehr als 800 Euro für die DVD-Version von Dragon Ball rausgeballert. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Mann, wie viele sind das? Und ich habe da auch irgendwann den Überblick verloren. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Was zur Hölle ist das? Und dann so bei Buu irgendwann war ich raus. Für mich war Cell war tatsächlich schwer zu ertragen für mich. Das war mir schon zu brutal eigentlich. Und danach habe ich dann mental nicht mehr so gut durchgehalten, sagen wir mal so. Da, shit! Hätte ich mir denken können, ne? Okay, aber jetzt weiß ich, dass hier geht. Nee, jetzt weiter. Ja, kannst du machen für mich. Achso, das ist eine Wand. Vielleicht muss ich da hochklettern, ne? Hab ich jetzt total übersehen. Geh auf. Träger der heiligen Macht, des Windes, Flügel mögen nun auch dich tragen. Wieder ein Windmal. Wie nervig der einfach ist. Wo ist denn jetzt das letzte Element? Ich muss bestimmt noch einen Tempel machen. Bestimmt, Alter, nicht die schon wieder. Boah. Und habe gerade mal die Hälfte von Set komplett. What? Okay. Heftig! 10 DVDs sind immer so absurd teuer. Ja, echt so. 50 Euro oder so pro Box. Ja. Ich meine, also wie gesagt, ich bin ja auch ein kreativer Mensch und weiß nicht, ob ihr schon mal eine Animation gemacht habt, aber eine Sekunde Animation zu machen, dauert extrem lange. Extrem lange. Und von daher ist es eigentlich schon gerechtfertigt.
Aber wenn du halt jetzt alle Staffeln von der Serie willst, dann ist das halt auch heftig. Ich glaube, so Detektiv Conan beschweren sich die meisten, weil da so unglaublich viele sind. Und teuer. Gute Nacht, schön dich gelesen zu haben, mein allerbester. Ach so, mich nicht, oder was? Community Mittwoch, meld. Und mit den Fingern schnipp hier ich. Ja, dann was möchtet ihr denn gerne spielen? Also was im Tabletop ging, oder wie gesagt, eine riesen Don't Starve Struggle Insel vielleicht. Bin aber für alle Vorschläge offen. Für das 7. ist jetzt die Live-Session. Genau, das ist noch nicht nächste Woche. Aber was ist denn nächste Woche? Nächste Woche war doch auch was, 26. Ist das nicht Mittwoch? Ist das nicht der Kennenlerntermin? 10.7. ist unsere nächste SOB Shadows of Boria Session, ja. Und dann muss man auch die guten erwischen. Gibt ja mehrere Versionen und manche sind wirklich schlecht gemacht. Ich habe DB Classic und halt alles bis zur Hälfte der Cell-Saga. Ja. Hat mich auch sehr gefreut. Ich kaufe immer vom selben Vertreiber, der bietet nur eine Version an und die ist sehr gut. Gerade was auch die Bonusinhalte angeht. Da gibt es noch verschiedene Vertreiber. Ja, noch GT und Super haben, auch wenn GT jetzt nicht Canon ist. Das ist nicht Canon? Das ist doch das mit Pan, oder? Das ist nicht Canon? Tabletop wäre nice. Ja, können wir ja mal überlegen. Würde auch mal ins Bett gehen. Muss morgen noch arbeiten und dann heimfahren. Ja, ich mache hier auch nicht mehr lange, glaube ich. Dann vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und für die Donation, Nils. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Einen guten Start in den Arbeitstag morgen. Tabletop hätte ich sogar, aber auch kaum Spiele, die ich wirklich kenne. Du hast kaum Spiele, die du wirklich kennst? Wir können ja nochmal schreiben. Nächste Woche ist Dark Session. Was ist Dark Session? Sehr cool. Kannst du mal einen Link bzw. den Namen des Ladens raushauen? Tschüssi. Okay, wir laufen gerade mehrere Gespräche. Ja, wir gucken jetzt noch, ob ich hier vielleicht einen Abschluss finde. Und nicht so viele Gegner noch hier rum. Lungen überall. Aber ja, wir sind jetzt eigentlich schon weiter, als ich dachte, wie gesagt. Ich dachte, ich finde das jetzt nicht mehr. Diese Quelle. Ich sollte die Muscheln ausgeben. Das ist Muschelverschwendung, was ich hier mache. Oh Gott! Okay, ich muss noch mal runter. Ich weiß nicht, wo die ganzen Wege hingehen. Ich weiß nicht, wo der richtige Weg ist. Ich muss wissen, wo der richtige Weg ist, damit ich erst die falschen Wege gehen kann. Ja, ich vertraue ich nicht. Ja. Ach, nein! Nein! Och, ich hatte nur 60 Rubine. Gott, sterbe mich aus. Der war nicht so gut. Okay. Geht's nicht lang. Tabletop enthält ohne Mods. Was? Da im Mühlschach. Echt? Nur? Was? Ist das gar nicht? Sagen, oh, auf die hätte ich ja eine Flasche machen können, aber nee, hätte ich nicht. Ich habe keine Flasche. Oh. Mein Energiestrahl verdorben. Gucken.
Moment, hier wäre ich doch gerade auch hochgekommen, oder? Ja, okay. Hä? Da raus. Als ich das letztens gekauft habe, musste ich es alles aus dem Steam Workshop ziehen. What? Du, ist das ein großer Gerode? Vigoron, bist du das? Hör dich! Seh dich! Komm heraus! Okay, was passiert hier? Wollen wir das? Was ist das? Ein großer Wirbelwind! Hier kommen wir wohl nicht weiter. Was sollen wir nur machen? In den Wirbelwind. Über den Wolken. Okay. Ich lebe noch. Mara, du, Wagemut hat auch seine Grenzen. Stürzt sich einfach in den Wirbelsturm. Das hätte unser Ende sein können. Ich habe doch extra vorher gespeichert. So etwas. Deine Waghalsigkeit hat sich offenbar doch gelohnt. Ist hier am Ende die Welt über den Wolken? Hier muss es etwas geben, das zum Element führt. Suchen wir danach. Okay. Und ich glaube, das hier wäre dann ein geeigneter Ort, um heute Schluss zu machen. Dann hätte ich gesagt... Da machen wir dann vermutlich erst Dienstag weiter, weil am Wochenende bin ich nicht da. Da bin ich bei einer Freundin. So, schauen wir mal. Tatsächlich eigentlich nichts. Ha, da müssen wir schauen. Aber ist es nicht so, wenn einer die Sachen hat, können die anderen mitspielen? Ich glaube, ich habe ein paar mehrere Dinge. Okay, anders formuliert. Mara. Was würdest du denn im Tabletop-Simulator zocken? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin offen für Ideen. Muss erst gucken. Ich habe auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Das letzte Mal haben wir Cards Against Humanity gespielt. Aber dann hat er sich das bestimmt verdient, wenn er entsprechend gute Dienstleistungen bietet. Okay, da geht es um den Shop. Okay. Ja. Kann ich das kurz gucken? Nee, dann müsste ich ihn starten, wie es aussieht. Uno. Muss ich gucken. Wie gesagt, ich bin offen. Wir können auch was anderes spielen. Among Us oder so. Phasmophobia. Don't starve together. Dead by Daylight. Oh, Update in Warteschlange. Hätte ich auch noch. Gardik von. Können wir auch. Among Us, ohne Mods. Kenn mich da. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Was gibt's denn da alles für Mods? Keine Ahnung. Waren ja auch im Discord gelistet. Ja. Tabletop hat so ziemlich alles, was es gibt. Ja. Also, wie gesagt, ihr dürft auch gerne Ideen. Ideen reinschreiben, brainstormen. Ich bin für alles offen. Texas Chainsaw Massacre, außer für so Horrorspiele vielleicht und so, für ganz schlimme. Was denn für Ende? Wie, was denn für Ende? Es ist 23:45. Ihr müsst doch morgen alle arbeiten. Ihr geht jetzt ins Bett. Und ich habe noch nicht mal Dailies gemacht bei Genshin Impact. Muss ich auch noch machen. Yay. Yeah. Ja. Jedenfalls, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare gute Nacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Supporten heute. Und ja, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt übers Wochenende nochmal sehen. Ich denke eher nicht. Wenn dann ganz, ganz spontan. Aber ja, ich vermute, es wird erst wieder Dienstag was in dem Fall. Also, ein schönes Wochenende. Fall Guys können wir auch. Da bin ich aber auch nicht mehr gut, glaube ich. Keine Brownies, keine Maras. So ist das Leben. Was ist das für ein Leben? Ja. Kein so gutes, würde ich sagen. Kein so gutes. Bye, bye, mach's gut. Ja. Gute Nacht an alle Nasen. Gute Nacht an alle Nasen. Und bis
Bald. Macht's gut. Ciao, ciao.